Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von der DeLonghi Letter Cappuccino Evo Maschine und natürlich mir, ne? Wie für euch, ja, ja. Heute wollen wir mal die automatische Abschaltung unserer DeLonghi Letter Cappuccino Evo Maschine durchkallen. Denn es ist angenehm, wenn diese Maschine sich automatisch ausschaltet und nicht den ganzen Tag hier abchillt und permanent das Wasser auf Betriebstemperatur hält. Welches ja, wie wir es herausgefunden haben, ja so um die 70 bis 80 Grad beträgt. Das ist doof, weil das Energieverschwendung ist. Das ist nicht gut für den Planeten und auch nicht gut für euer Portemonnaie. Außerdem macht es eure Wohnung noch wärmer oder euer Haus oder euer Domizil. Wir haben die Maschine angeschaltet, sie ist betriebsbereit und einfach fertig zum Lossüppeln. Wir gehen und haben links oben den Schalter, das ist ein Touch-Schalter, mit einem gezackten, kreislichen Konstrukt, also ein Zahnrad. Da drücken wir drauf. Und jetzt gehen wir in die Unterstruktur des Menüs. Jetzt können wir uns mit rechts und links, sprich mit der Tastenauswahltaste und der Mai-Taste, bewegen, wie ihr seht. Wir können uns nach rechts bewegen, bis wir zu allgemein kommen. Oder wir können uns nach links bewegen, bis wir dort auch zu allgemein kommen. Ihr seht also, mehrere Wege führen zu unserer Einstellung. Um jetzt auf das niedrigere, darunterliegende Menü zugreifen zu können, drücken wir die OK-Taste. Nun können wir wieder etwas auswählen. Ihr seht also, es ist richtig harte Arbeit hier, aber wir schaffen das gemeinsam. Wir gehen nach rechts, an der Temperatur vorbei, an der Wasserhärte vorbei, zur Autoabschaltung. Das heißt jetzt nicht, dass euer Automobil, euer Kfz abgeschaltet werden wird, wenn wir das hier einstellen. Nein, hier wollen wir die Abschaltungszeit dieser Maschine kontrollieren. Wir drücken wieder mit OK uns ins Menü hinein. Und nun können wir dort loslegen. Das heißt, ich gehe mal nach ganz links. Wir können die Maschine, habt ihr gesehen, 15 Minuten einschalten. Das heißt, ihr macht euch einen Kaffee, süppelt den. Macht euch wieder einen Kaffee und dann, nach dem zweiten Kaffee, auch schon nach dem ersten, läuft ein Timer hier drinnen los. Wenn dieser Timer dann auf 15 Minuten angelangt ist, wird die Maschine automatisch sich abschalten. Das heißt, sie geht aus. Das ist sinnvoll, wenn ihr morgens nur ein, zwei Kaffee süppelt. Wenn ihr drei, vier Kaffee süppelt, könnt ihr auch 30 Minuten wählen und dann zum Beispiel zur Arbeit raus müsst oder mit dem Hund oder mit dem Elefanten Gassi geht. Dann gibt es eine Stunde als Möglichkeit. Das ist, wenn ihr dann nur einen Chihuahua haben solltet und einen 5-Minuten-Fußweg ausreicht, aber ihr trotzdem noch einen heißen, schnellen Kaffee braucht. Wenn ihr wirklich sagt, ihr macht 2 Stunden, das heißt, hier wird die Maschine 2 Stunden warten, bis sie sich ausschaltet nach dem letzten Süppelei. Dann ist das schon so, dass ihr permanent sozusagen Heavy User sein wollt, der permanent heißen Kaffee braucht. Das gleiche ist dann für die super krassen Typis 3 Stunden. Wenn ihr diese Einstellung gewählt habt, die ihr bevorzugt, drückt ihr mit OK und habt diese dann ausgewählt. Und dann ist die Autoabschaltung eingestellt auf das vorher, was wir selber definierte Zeitraum eingesetzt haben. Dann drückt ihr euch mit Escape wieder zurück zweimal und seid wieder in eurem Kaffeemenü. So einfach können wir also die Autoabschaltung eures Gerätes dann konfigurieren. Zahnrad, dann zweimal nach links, OK-Taste drücken, nicht wahr? Und dann können wir dort in die Autoabschaltung gehen und uns die Autoabschaltung auf das gewünschte Wertchen einsetzen. Jobs done. Wer kürzer ist, spart Energie. Wenn ihr aber das so kurz einschaltet und sie geht aus und ihr buttert wieder hoch, die Maschine fährt wieder hoch, fährt runter, fährt wieder hoch, fährt wieder runter, dann ist das auch mit Energieverschwendung, nenne ich sie jetzt mal versehen. Das heißt, also ihr solltet dort wirklich gucken, wann oder wie lange braucht ihr warmen Kaffee oder heißen Kaffee? In dieser Zeit, sprich morgens, 2-3 Stunden braucht ihr Kaffee, dann stellt ihr dies als Autoabschaltung ein. Wenn ihr wirklich nur ganz kurzer Kaffeegenießer seid, dann zack, morgens direkt wieder aus das Ding. Dann braucht ihr nämlich nicht hier oben am Ausschaltknopf ausschalten. Die sinnvoll eingestellte Autoabschaltung eures DeLonghi Letter Cappuccino Evo Maschine. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal.
Sun Sun.